Ja, Leute, herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Wir sind heute mit Mac unterwegs und wir haben folgendes Setup mit dabei. Beweise dich, wir schaffen das. Elterliche Fürsorge und Superhit. Und wir sind noch mit Gnick und Rasu unterwegs. Olaf war am nächsten Morgen dann schon wieder früh raus. Der arbeitet ja in der Pflege, deswegen mit einem Random als Unterstützung. Leute, wir legen direkt los. Viel Spaß mit der Runde. Also ein bisschen abwechselnd tut auch wirklich mittlerweile gut. Ne? Ich Ja, meine, ich früher mache konnte ich auch wirklich viel. stundenlang DBD spielen. Für mich war das sogar so ein verschiedenes Spiel, wenn ich jetzt Survivor oder Killer gespielt Ja. habe. Aber Da hat man so mittlerweile. locker mal auch einfach 6 Stunden so am Tag gemacht oder was, ne? Ja, Und hat richtig. halt einfach Bock gemacht. Aber jetzt denkst du dir manchmal auch schon, wenn die Runden halt richtig scheiße sind, denkst du dir manchmal einfach schon nach einer Stunde oder so, ja, geil, ey. Kettenboy. Ja, das. Leider recht. Er spielt mit, tötet den Random. Oh, er Random wechselt die zieht Palette. direkt die Palette weg. Obwohl er gehittet wurde. Oh, der Killer ist aber echt verpeilt. Ich heile sie. Er hat ihn verloren. Das kann doch gar nicht Was sein. tut er denn? Ach, der guckt nach meinen Spuren. Aber Hand wäre bestimmt auch mal witzig, oder? Hand Showdown ist echt cool. Spiele ich eigentlich auch mal einmal die Woche. Ja, ich kann es mir auf jeden Fall runterladen. Interessant. Ja, magst dann, ne? No, lol, ich weiche mal rein. Oh, die Der Wanscher Random macht macht gerade auch den den Würfel. Cube. Na, Das boah. ist. Oh, er geht You weg. opened it. Oh, wow. Das Dann ist sammle ich interessant mit dich ihm auf. gerade, weil ich versuche der Kette auszuweichen, aber er trifft nicht und deswegen trifft er mich. Wisst ihr, was ich meine? Er verfehlt meine eigentliche Position und dadurch kriegt er mich. Oh, der will die Sandra haben. Das ist halt immer dieses, wenn man Mindgames macht, aber der Killer einfach Ja. nicht. So. Ja, der trifft die Kette nicht. Das ist genauso, wenn man Killer spielt und die Survivor einfach gar keine Mindgames machen, ist das immer das Beste, dann sind sie auf einmal weg. Bin super So, verwirrt. rennen einfach W und let's go. Ah, die Sandra liegt, Leute, die Sandra liegt. War ja klar, dass die als erstes an Haken kommen. Ja, war klar. Da seid ihr euch einig, ne? Ich lag nie. Ich würde sagen, die lassen wir auch hängen. Hat keinen Sinn. Ich hab kein Hook-Symbol, also war ich auch niemals down. So einfach. Ich würde sagen, der kommt. He came. Warte, ich kann mal den Würfel aufsammeln, vielleicht Ja, kommt er trifft dann ja mich. zu mir. Ich Hat das gehe da Richtung irgendwo Haken. abgehört? Ja, den Random wollen wir eigentlich nicht töten hier, ne? You summoned me. Oh, ich kann mich I nie. Darf came. ich anhucken? Ja, da hast du. Mit Vergnügen. Der fühlt sich jetzt getrollt. Was? Der Killer hat mich gerade durch den Eine Baum Nummer. getroffen. Was ist das denn? Hier in die Ecke da drin. Hier sind noch viele Gens. Gens, nein! Gestolpert. Irre. Oh, So, Keller jetzt müssen Gaming? die Sandra los. Nee, hä? Er will mich Also, nicht in den Keller bringen. du sollst nicht immer so viele Murmeln in deinen Taschen mitschleppen. Wie voll soll der Balken sein? Hä? Wow, heftig. Die Was ist das Sandra denn? geht Der war auch davon, schon ne? Das dreimal haben wir noch voll. nicht. Daneben. Der geht zum Gen. Der geht in deine Ja, Richtung, folgt glaube mir, ich. ja. Der Grancy Sandra kommt, oder? Jo. Okay, dann mache ich weiter Gen. Perfekt. Ist Oder er hat schwierig. Skirtschuk. Gabe Der des Black. Schmerz. Ich weiß nicht, wie das heißt auf Englisch. Lol. Das war die Konsolen-Karma-Stelle, ey. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Was macht der Junge? So ein merkwürdiger Dude.
Er verlässt mich. Ja, ich mach den Jen hier an. Link. Ah, hier ist noch ein Brett. You opened it. I came. Entschuldigung, so. The box you opened it, hast du dich vor ihm geöffnet? Ja, ja, einfach nur damit wir die noch hinkriegen. Hat sich hingeportet? Verrückt. Man kann mir so vor, als wüsste er noch nicht genau, was er da eigentlich tut. Die Runde ist irgendwie witzig, oder? Ein bisschen merkwürdig eher. Komischer Killer. So ein harter Gegensatz zu unseren letzten Killern. Wollte ich gerade sagen, wie krasser Unterschied. Mhm. Olaf hat unser MMR angehoben. Ja, das war einfach der Pro in der Runde. Na guck mal, gehst der nächste Gen hier an. Let's go! Ja, aber... Warte. 10 Minuten oder so. Grants macht das so toll. Seit 2 Gens Rasu wäre ich schon gejagt. Oh, danke. Tank. Will er dich überhaupt? Ich bin über die ganze Map gerannt, um dir zu helfen und stelle fest, dass du zu unserem Gen gekommen bist. Achtung, der will mich nicht. Der will mich nicht. Na gut, hier muss er ja. Jetzt will er mich. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Ich habe da ein Fenster geblockt. Sandra! Ruhe ist. Danke. Sandra ist eine Gönnerin. Die wird noch gesandbagged, Jesse, wenn du das wünschst. Ich bin hängen geblieben. Ingame bist du auch gestolpert gerade. Ja, achso, ja, ich bin gestolpert. Aber ich bin natürlich noch helfbar. Liegst du in der Palette, ja, oder? Nee, du liegst nicht in der Pass auf, ich mach mal den Würfel, einfach, dann kommt er wieder zu mir bestimmt. Okay. Ja, ist bei mir. Let's go, Rasu. Lässt er sie auch liegen? Okay, wir heben sie auch gleich auf. Ja, genau. Das ist ja interessant. Wieso hockt er nicht? Ja, das ist eine gute Frage. Der ist ja merkwürdig. Weil er hat Bock auf Grants. Jetzt hat er alles, was er in den letzten 2 Minuten erreicht hat, verloren. Aber er hat Grants. Noch nicht! Wo bist du? Wir helfen dir. Ja, ganz hinten in der Map-Ecke. Welche? Bei den Holzstämmen. Ja, ich seh dich. Oh, hey, Fancy. Hallo. Da bin ich. Oh, sehr schön. Oh. Fesselspielchen mit Rasu macht er. Oh, ja. Jetzt geht er zu Genick wieder, Lu. Dankeschön. Aber die Sandra pusht die Gens richtig gut da. Oh, die spielt ja, bestimmt die doch auf die Epic. Handwerk, die Sandra, die ist bestimmt nicht Konsole, die spielt Epic, glaube ich. Heilt ihr mich noch, Rasu? Dank. Ja, wir heilen hier. Let's go. Und dann müssen wir für Genick tanken. Gehst du tanken, dann geh ich zum Ausgang. Ja, ich seh, oder mach den Würfel lieber. Oh, okay, ja, der Würfel ist daneben an. Okay, muss mir der portet anziehen. Sich eh, der hat sich bisher jedes Mal geportet, selbst wenn er 2 Meter neben ihm stand. Ja, der Würfel ist direkt neben den Hook. Ja, wenn der Knopf aufblinkt, dann muss man drauf drücken. Ja. Ich habe aber auch Daily, by the way. Ah, okay, nice. Ja, wenn Rasu jetzt den Würfel macht, er portet sich zu dir, dann kommt Sandra bestimmt und dann können wir noch. Geht zu einem Tor. Ja, oh, ich muss schnell den Würfel machen.
Ja, sonst, ja, siehst du, der drückt die ganze Zeit STRG, let's go. Raso, beide Ausgänge sind, glaube ich, fertig. Ich mach meinen auf, dann kann ich tanken. Der macht's halt einfach wirklich. Ich gehe bei der Sandra raus. Lauf, Raso, lauf! Ich lauf, alles gut. Ich hoffe, wir haben kein Nö, oder nicht? Ich habe einen getankt, doch. Sehr schön. Ah. Ich mach die Ketten weg. Danke. Sehr schön. Lauf! Oh ja, ihr kommt drauf. Auf! Raso hat es verkackt. Du darfst, wenn du die Ketten hast. Er hatte die Ketten. Ich wusste gar nicht, dass man Ketten war. Das ist voll blöd. Okay, aber du kannst ja noch. Kannst du kurz nicht raus. Du kannst ja noch geholt werden. Okay, ganz ehrlich, du wusstest ihn noch nicht. Aua. Ich würde ihn jetzt zurücklassen, hat er verdient für die Aktion. Wäre eine gute Maßnahme auf jeden Fall. Okay. Weil noch eine Kette dran war, das ist ja krass. Oh oh. Oh, wild. Ja, schafft ihr aber dann, nice. Ich dachte, ich tank dann für Genick. Ich tank ja, genau, und dann hat er noch Dead Hard, also alles gut. Ich tanke. Thanks, sehr gut. Ja, warte. Okay, jetzt geht Raso gleich down, ist das Problem. Ich gehe zum anderen Tor raus. Okay. Oder vielleicht kriegst du die Luke, wir gehen schnell raus. Oder war es jetzt gut, dass wir rausgegangen sind? Ja, er schafft's. Jetzt kommen gleich die Ketten. Easy. Jetzt nicht von den Ketten erwischen lassen hier. Jetzt habe ich wieder was gelernt, Leute. Probleme, die dieser Raso mal verursacht. Bildungsauftrag erfüllt, also heute wieder. Ich wollte nur den Spannungsbogen hochhalten. GG an Sandra auch, muss ich sagen. Sie hat gut mitgemacht, ja. Ja, GG. Was eine wilde Runde schon wieder, Leute, wenn man das jetzt hier nochmal so Revue passieren lässt, ey, wildes Ding auf jeden Fall, random auch richtig mit reingecarried, so stelle ich mir das vor, Leute, richtig schön, ich hoffe, euch hat es auch gefallen, falls dem so ist, dann lasst doch auf jeden Fall gerne einen Kommentar da, lasst ein Like da, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, Dankeschön für die Aufmerksamkeit und ja, wir sehen uns, wenn ihr mögt, im nächsten Video, bis dahin, haut rein, ciao, ciao.